Willkommen zurück zum Finale des Königreichs der Duelanten. Es war endlich soweit. Als Meister des Königreichs der Duelanten gewann Yugi das Recht, Pegasus herauszufordern. Versprech mir, dass du die Seelen meines Großvaters und all der anderen befreist. Ja, aber wenn ich derjenige bin, der dich besiegt, musst du deinen Teil der Abmachung erfüllen. Werfe einen genauen Blick auf die Karte, die du in der Hand hältst, Yugi Junge. Es gibt einen Grund, warum sie leer ist, denn wenn ich gewinne, behalte ich deine Seele für immer. Du hast viel zu gewinnen, aber auch ein großes Risiko dabei. Es ist ein Risiko, das ich bereit bin zu nehmen, um die Seele meines Großvaters und die der anderen zu befreien, aber ich habe nicht vor zu verlieren. Ich hasse es, dich zu enttäuschen, Pegasus, aber ich habe nicht die Absicht, jemals ein Teil deiner Seelenkartensammlung zu werden. Wir benutzen Yugis Deck. Und jetzt sind wir mal gespannt, was Pegasus so drauf hat. Er darf schon mal anfangen. Ja, wir dürfen anfangen. Dann rufe ich Grifore oder setze ich dieses Monster und beende meinen Zug. Oh, der ist schon mal gut gegen Pegasus. Genau gegen diese Karte. Manju der 10.000 Hände. Aufgegeben in die Hand. Und er kriegt schon mal 100 Schaden. Tun Jungfrau. Herbeigerufener Tun-Schädel. Dann aktiviere ich Zauberbrechender Pfeil. Daran hast du nicht gedacht, Pegasus. Ich opfere Grifore und rufe den Beauftragten der Dämonen im Angriffsmodus. Greif an, Beauftragter Dämon. Du bist dran, Pegasus. Du setzt nur ein Monster, wenn du das mal nicht bereust. Keltischer Wächter, komm aufs Feld. Beauftragter der Dämonen, greif an. Keltischer Wächter, greif Pegasus direkt an. Ich glaube, du bist eher der Loser der Duellanten und nicht der König von allen, der noch nie verloren hat. Du versteckst dich ja nur. Oh, jetzt kommt dein Lichtschwert, schon so verzweifelt. Silberfang. Wir können aber immer noch eine Karte hier aktivieren, zum Notfall. Du bist dran, Pegasus. Oh, da kommt Thun-Goblin-Angriffstrupp. Oh, die Thun-Elfen-Zwillinge. Die können aber nicht angreifen, solange Thun-Welt nicht draußen ist, so viel ich weiß. Los, wir bauen unsere Stärke auf. Wir opfern den keltischen Wächter und Silberfang und rufen auch noch den schwarzen Magier aufs Feld. Du bist dran, Pegasus. Macht nicht mal mehr was. Keltischer Wächter, komm aufs Feld. Ich beende meinen Zug, dein letzter Zug, Pegasus. Los, Kuribu aus der Hand aktivieren. Es gibt keinen Kampfschaden. Los, mystische Elf im Angriffsmodus. Jetzt aktiviere ich die mystische Box. Du kriegst die Kontrolle über mystische Elfe. Los, Beauftragter der Dämonen, zerstöre die mystische Elfe. Ein schwarzer Magier, zerstöre die Thun-Elfen-Zwillinge. Schwarze Magie-Attacke und damit ist Pegasus fast bei Null. Beende meinen Zug.
Jetzt versteckt er sich nur. Los, elegante Wohltäterin. Dann überlebst du halt noch den Zug Pegasus. Komm, herbeigerufener Totenkopf, greift dann eines Monster an. Schwarzer Mage, macht die schwarze Magieattacke, um die Elfenzwinge zu zerstören. Inhaltsverzeichnis. Pegasus hat seine Niederlage eingestanden. Schwarzer Magier, beende das Duell. Und wir haben Pegasus besiegt. Pegasus, du bist besiegt. Wir haben gewonnen. Es ist unmöglich. Meine Auge, meine Magie. Alles scheitert. Ich habe verloren. Der Zweikampf zeigt Yugi, dass der Geist in dem Millennium Puzzle sein Freund war. Yugi lernt, dass wenn sie zusammenarbeiten, sie alles erreichen können. Geist des Puzzles, ich weiß nicht, wie ich dir danken kann. Es hat dein Mut und die Liebe deiner Freunde für dich, der diesen Tag überwog, und deine Entschlossenheit. Wir haben es alle geschafft, zusammen. Das ist richtig, als Freunde. Und am Ende, das ist es, worauf es ankam. Freunde, die dafür, die für einen da sind. Er hat gewonnen. So sieht's aus. Yeah. Wir haben alle gewonnen. Danke, Leute. Yugi rettete die Seelen von seinem Großvater Seto und Mokuba. Es gibt jedoch eine weitere Gefahr lauernd in den Schatten. Sein Freund Bakura, noch immer von dem bösen Geist des Millennium Rings besessen, hatte seine eigenen Absichten. Obwohl Yugi dachte, dass seine Probleme vorbei wären, waren Dinge dabei viel schlimmer zu werden. Nun, da Pegasus durch seinen Zweikampf mit Yugi geschwächt ist, gibt er mir die Möglichkeit, auf die ich gewartet habe. Endlich ist die Zeit für mich gekommen, um Pegasus Millennium-Gegenstand für meine Sammlung hinzuzufügen. Hehehe. Herausforderungen sind Naturkarte, Kartenpreise, finstere Bestechung ist das. Und wieder Siegespunkte. Das war's dann von Königreich Shadowrun. In der nächsten Folge machen wir dann weiter mit dem Anfang des Battle City Turnier, was hier in 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 Duellen zu führen ist. Und danach gibt es noch ein entscheidendes Duell, Yugi gegen Yugi. Also ist die Staffel mit dem Orekalkos leider rausgemacht worden. Finde ich sehr schade, aber kann man nichts dagegen machen. Euch eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Lizard. Ciao.